Einen Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit bot der diesjährige Hüttenzauber der Wohnen und Pflegen Magdeburg im Haus Reform. Wurde der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr noch am letzten Adventswochenende veranstaltet? Da haben wir gesagt, wir machen ihn dieses Jahr etwas eher, bevor die anderen Märkte aufmachen. Das Wetter spielt zwar nicht ganz so mit, aber wir sind sehr zufrieden. Viel Arbeit steckt im Hüttenzauber. 2 bis 3 Monate im Voraus begann die Planung. Man muss ja auch überlegen, was macht man, wen spricht man an. Flyer drucken, verteilen. Viel macht unsere Betreuung im Haus, also unsere Simone Schuld, die hier wirklich mit der Shannon Müller die ganze Organisation der Feiern übernimmt. Und natürlich immer in Absprache mit unserem Bewohnerbeirat. Die suchen dann zum Beispiel zu den Feierlichkeiten die Essen aus. In den dekorierten Hütten fanden Besucher unter anderem Basteleien, angefertigt von den Bewohnern. Die Resonanz war groß. Unsere Hütte ist natürlich schon ganz schön gut besetzt gewesen und deswegen haben wir nicht mehr so viel. Wird sehr gut von den Bewohnern angenommen und auch von den umliegenden Einwohnern von Reform. Bereits im September wurde angefangen, für den Hüttenzauber zu basteln. Sowohl die feinmotorischen Aufgaben als auch Aktivitäten kommen bei den Bewohnern und Gästen gut an. Die freuen sich immer sehr auf unsere Aktivitäten, natürlich auch unseren Markt und waren auch schon rege hier unten. Das kulinarische Angebot mit Schmalzkuchen, Quarkbällchen, Waffeln und dem fruchtigen Glümmel war reichhaltig. Auch Grünkohl nach besonderem Rezept durfte nicht fehlen. Das ist drin fetter Speck, Kassler, Knacker, ein bisschen Schmalz. Und dann noch ein bisschen die Würze. Die Bewohner essen das sehr gerne und es wird auch immer gerne wieder, also es gibt es ja auf dem Speiseplan, weil die das immer wieder haben wollen. Mit dem Hüttenzauber startete die WUP auch in diesem Jahr besinnlich in die Weihnachtszeit.